Ein schönes Lächeln muss gepflegt werden und dafür brauchst du die richtige Zahnbürste. Wir haben Rotationszahnbürsten von Oral-B getestet und ich verrate dir jetzt, mit welcher du deine Zähne am besten putzen kannst. Hi, ich bin Annalena von Gute Wahl. Wir haben 6 elektrische Zahnbürsten mit rotierendem Kopf von Oral-B getestet. Alle mussten sich beim täglichen Zähneputzen unter Beweis stellen. Welche am praktischsten ist und dir das Zähneputzen am einfachsten macht, zeige ich dir jetzt. Den Testbericht zu allen Zahnbürsten und die aktuellen Preise findest du auf gutewahl.de. Die Produkte haben wir dir auch nochmal unter dem Video verlinkt. Fangen wir mit der günstigsten an. Die Oral-B Vitality 100 Cross Action kostet ca. 18 Euro und ist damit ein sehr günstiges Einsteigermodell. Und das spürt man auch in der Verarbeitung des Handstücks, denn es ist etwas klobig. Dafür ist sie die leichteste im Test. Der Akku soll bis zu 5 Tage halten. An Funktionen hat sie nur einen Timer. Für Minimalisten, die beim Zähneputzen nicht viel Schnickschnack brauchen, reicht das aus. Wenn du also nicht so viel Geld für deine elektrische Zahnbürste ausgeben möchtest oder Einsteiger bist, eignet sie sich sehr gut. Die Zähne werden sauber, auch ohne verschiedene Putzmodi oder Armdruckkontrolle. Unser Preis-Leistungssieger ist die Pro 1 200 für ca. 30 Euro. Sie bietet trotz des günstigen Preises ausreichend Funktionen für eine angenehme Reinigung. Das Handstück ist schon mal etwas schmaler und sie hat neben dem Timer noch 3 Putzprogramme. Eine Anzeige dafür gibt es aber leider nicht. Dafür hält der Akku mindestens 10 Tage und die Zahnbürste zeigt dir an, wann der Akku leer ist und beim Laden, wann er wieder voll ist. Das Putzgefühl ist ebenfalls angenehm. Wer eine etwas besser verarbeitete Zahnbürste mit mehr Putzprogrammen möchte, liegt mit unserem Preis-Leistungssieger genau richtig. Die Oral-B Pro 2 2900 ist das perfekte Pärchenmodell. Sie sieht unserem Preis-Leistungssieger recht ähnlich, aber für ca. 65 Euro bekommst du gleich 2 Handstücke. Das sieht genauso aus wie das der Pro 1, nur hat es noch einen Leuchtstreifen auf der Rückseite. Der blinkt rot, wenn du beim Putzen zu fest aufdrückst. Das hilft, dein Zahnfleisch zu schonen. Dazu kommt, dass der Akku 2 Wochen lang hält. Es gibt 2 Putzmodi, die du wie bei der Pro 1 über den Knopf wechseln kannst. Eine Anzeige, welches Putzprogramm du gerade nutzt, gibt es aber leider nicht. Wenn du gleich 2 Handstücke brauchst und eine visuelle Andruckkontrolle nützlich findest, dann passt die Pro 2 2900 perfekt zu dir. Die Oral-B Smart Expert ist eine sehr gut ausgestattete Zahnbürste für ca. 80 Euro. Sie hat einen LED-Ring, der aufleuchtet, wenn du beim Putzen zu fest aufdrückst. Um dein Zahnfleisch zu schonen, verringert die Bürste dann auch die Geschwindigkeit. Praktisch für energische Putzer. Die Farbe im Normalzustand kannst du sogar anpassen und sie so zu deiner persönlichen Zahnbürste machen. Der Akku hält auch etwa 2 Wochen. Das Handstück liegt gut in der Hand. Mit dem unteren Knopf kannst du das Putzprogramm einstellen, das dir darunter angezeigt wird. Es gibt 5 verschiedene. Sie startet in dem Modus, in dem du sie zuletzt benutzt hast. Außerdem kannst du sie per Bluetooth mit der Oral-B-App verbinden und deine Putzzeit tracken. Mitgeliefert wird noch ein Reiseetui aus Kunststoff. Die Smart Expert eignet sich für dich, wenn du Wert auf viele Putzprogramme legst und dir eine Putzkontrolle über den LED-Ring oder die App wünschst. Dabei liegt sie nur knapp hinter unserem Testsieger. Aus der Genius-Serie stellen wir dir direkt 2 Modelle vor. Die Genius X Lux Edition und die 10.000N. Beide sind sich sehr ähnlich, aber die Genius X holt dann doch den Testsieg. Egal ob Verarbeitung, Putzergebnis oder Ergonomie, wir sind von den Genius-Modellen begeistert. Beide Zahnbürsten haben 6 Reinigungsprogramme, eine visuelle Andruckkontrolle und eine Positionserkennung. Diese funktioniert in Verbindung mit der Oral-B-App. Sie zeigt dir an, wo du nochmal mit der Bürste drüber gehen könntest und hilft dir damit, gründlicher zu putzen. Besonders gut gefallen uns die schicken Ladetransport-Etuis. Darin finden bequem das Handstück und 2 Aufsatzbürsten Platz. Außerdem kannst du sowohl deine Zahnbürste als auch dein Smartphone laden und das beim Putzen dort abstellen. Der Akku hält ca. 2 Wochen. Beide Handstücke liegen ebenso gut in der Hand wie die der Smart Expert und machen das Putzen dadurch sehr angenehm. Aber worin unterscheiden sich die beiden jetzt? Die günstigere 10.000N für knapp 135 Euro kommt mit 2 Aufsteckbürsten und hat einen Zahnfleischschutzassistenten. Das heißt, die App kann dir nach dem Putzen sagen, wo du zu fest aufgedrückt hast. Zusätzlich werden eine Smartphone-Halterung für den Spiegel und eine Box für die Aufsteckbürsten mitgeliefert. Die Genius X kostet mit 175 Euro etwas mehr, aber denkt dafür auch noch besser mit. Denn eine künstliche Intelligenz wertet die Daten der Druck- und Positionssensoren aus und stellt dir damit jeden Tag ein individuelles Coaching zusammen. Und damit wird sie auch unser Testsieger.
Wenn du beim Zähneputzen keine Kompromisse eingehen möchtest, dann ist die Oral-B Genius X die perfekte Wahl für dich. Sie stellt jeden Tag sicher, dass du deine Zähne gründlich putzt. Für etwas weniger Geld bekommst du mit der Genius 10.000N eine fortgeschrittene Antro-Kontrolle und ein umfangreiches Zubehör. Alle Details zu den getesteten elektrischen Zahnbürsten findest du in unserem ausführlichen Testbericht auf gutewahl.de. Die Produkte haben wir dir auch nochmal unter dem Video verlinkt. Ich sammle jetzt noch ein paar Medaillen in der App und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!